Wir sind kurz vor der Abfahrt zum Fliegerurlaub nach Pirna, gehen gerade die letzte Checkliste durch. Immer eine Checkliste bei der Hand haben, damit man nichts vergisst. Schadet nie. Wir haben Batterie, Flugzeug, Ladegerät und so weiter. Jetzt steht da noch ein Punkt Debranding. Was bedeutet das? Wir fahren nach Sachsen, Ostdeutschland, mit diesem bayerischen Auto. Und wie wir alle wissen, sind die Sachsen nicht besonders gut auf die Bayern zu sprechen. Deswegen gibt es bei uns auf der Checkliste den Punkt Debranding. Und dazu gibt es einen geheimen Umschlag. Das heißt, wir werden unser Fahrzeug tarnen. Es wird aber jetzt kein BMW mehr sein, sondern der neue 3er Trabant. Was ich persönlich nett finde, wir haben das ja, wir lassen uns ja nicht lumpen. Wir wollten uns ja wirklich perfekt integrieren bei unseren sächsischen Freunden, deswegen haben wir das auch aufs Lenkrad gegeben. Christoph, eins fällt mir gerade ein. Wir haben was vergessen. Kommt. Ein Logo haben wir vergessen. Das BMW-Logo am Schlüssel. Was machen wir da? Wieso nimmst du nicht einfach... Tada! Den letzten Aufkleber. Passt? Da sitzen wir also im Auto am Weg nach Pirna mit der DG500, die da hinten hinter uns dran hängt. Ich hoffe, man sieht sie. Zumindest den Hänger davon, der kräftig schlingert und mir heute schon den ein oder anderen kleinen Schweißausbruch auf die Stirn gezaubert hat. Wir treffen dort ein paar alte Fliegerbekannte von Christoph. Die Anne zum Beispiel, aber auch viele andere. Und fliegen einfach mit denen. Die haben unter der Woche immer Flugbetrieb und eine wunderschöne Elektrowinde, apropos. Ein Start 7 Euro. Genau, und Ausklinkhöhe, was? 900 Meter bei 1200 Meter Seillänge mit den Kunststoffseilen. 900 Meter Seillänge und 400 Meter kommt man hoch. Das allein wird schon spannend werden, abgesehen davon, dass natürlich die ganze Flachlandfliegerei also für mich persönlich auch spannend sein wird. Also bei diesen Wolkenstraßen, da freut man sich schon auf die nächsten Tage. Wenn das so weitergeht, dann wird es wirklich ein cooler Fliegerurlaub. Aber wir wollen ja mal nichts verschreien, weil meistens kommt es immer anders, als man denkt. Zeit, ja, ja. Ja, cool. Ja, so eben fahren wir auf dem Flugplatz Pirna-Pratschwitz ein, nach 7,5 Stunden Fahrt aus Wiener Neustadt. Eigentlich ganz gut gegangen soweit. Ja, ich freue mich sehr, was die nächsten Tage so bringen. Das Wetter war und ist bisher optisch ein Wahnsinn. Muss ziemlich gut gegangen sein. Wir hätten eigentlich auch herfliegen können, haben wir gescherzt. Jedenfalls bin ich sehr gespannt. Und wir verabschieden uns mit ein paar Impressionen vom Flugplatz Pirna. Tschüss. Wir haben eigentlich gesagt, es gibt noch eine Impression vom Flugplatz. Das haben wir irgendwie nicht zusammengebracht dafür. Vor lauter Aufregung. Aber wir zeigen euch jetzt noch ganz kurz, wo wir hier unterkommen. Unterkommen. Und es ist, naja, schaut es euch an.